Wusstest du, dass Basenbäder eine tolle Möglichkeit sind, um zu entgiften und gleichzeitig den Körper basisch zu machen, auch im Zuge einer Fastenkur? Und dass man eigentlich stundenlang in so einem Basenbad liegen kann? Mehr erfährst du nun von Andrea Lienemann, Schmerztherapeutin. Mit ihr spricht Melanie Meirath, Coach für holistische Gesundheit sowie Darmtherapeutin. Mehr spannende Videos findest du bei uns mehrmals pro Woche. Abonnier doch unseren Kanal hier und bleibe immer informiert. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Interviewausschnitt. So ein Basenbad ist dann so eine Möglichkeit. Wie funktioniert das? Wie würde man das angehen, wenn man da noch nie was von gehört hat vorher? Ja, also erstmal wichtig, sich ein bisschen einlesen in die Thematik halt auch. Wir haben damit begonnen, oder ja, ich habe damit begonnen, einfach mal wirklich meine Kur für mich zu machen und die mich führen lassen. Das wäre also eigentlich der beste Einstieg, einfach jemanden zu finden, der dir hilft. Wie komme ich auf den richtigen Weg? Wie schaffe ich das? Wie kann ich vorher vielleicht schon was tun dafür? Was muss ich dafür tun, damit ich in so eine Fastenzeit oder basische Ernährung, was auch immer, reinkomme? Du hast es eben schon gesagt, Übersäuerung. Ich denke mal, zu 80-85% mindestens sind unsere Menschen übersäuert durch zu viel säurehaltige Ernährung, Lebensmittel, Genussmittel. Das sind ja dann meistens keine Lebensmittel, sondern mehr Genussmittel. Und die man natürlich auch hinzufügen darf. Ja, also wir leben ja, um auch mal vielleicht ein bisschen was zu genießen. Da kommt das Nächste. Differenziere oder tu es auseinanderhalten, was ist Genuss für einen? Ja, und wir haben das mit dem Wellness ja schon gesagt. Mit Wellness verbindet halt jeder Entspannung, gutes Essen, gutes Trinken, vielleicht einen guten Wein, gutes Bier, was auch immer. Das ist für viele Wellness. Ja, ich gehe in eine Sauna, ich gehe mich schön massieren lassen und aber es gibt das andere Wellness noch. Das heißt also, wir fahren in ein schönes Hotel. Zum Beispiel, dass wirklich alles hat, was man sich vorstellt. Und wir bekommen eigentlich nur Flüssignahrung. Ja. So, da denkst du, okay. Ja, und dann fragt man sich, Mensch, wir haben uns fürs Heilfasten entschieden. Das ist natürlich die die Hardcore-Nummer, sage ich mal, wenn man noch gar nicht gefastet hat. Ja, weil da wird man auf 400 Kilokalorien am Tag reduziert und das muss der Körper erstmal verarbeiten. Man sollte, und dann muss man entscheiden, was machst du? Machst du wirklich das Heilfasten oder beginnst du erstmal ganz langsam? Ja, und das ist Wellness für deinen Körper, weil du entgiftest plötzlich, ja, du gibst ihm wieder neue Kraft, du entgiftest den Körper, Schmerzen können gehen, sehr, sehr spannend, ja, ich bin ja nun eine Schmerztherapeutin und habe selber Schmerzen durch Geburtsfehler, die ich hatte, also ich habe eine Schiefstellung in der Kniescheibe von Geburt an und durch die Belastungen, sei es auch mal durch Gewicht oder sei es auch mal zur Überlastung von sportlichen Aktivitäten oder beruflichen Aktivitäten, hat sich da also so eine chronische Erkrankung ergeben. Und dann habe ich überlegt, ja Mensch, was kannst du jetzt noch machen, außer Therapien, ja, Behandlungen? Dann habe ich gedacht, Fasten wäre eine tolle Idee. Ja, und der große Erfolg jetzt nach diesen 3 Wochen für mich jetzt war einfach, dass der Schmerz, der vom Knie ins Bein, hoch in den Ischias gegangen ist, in die Hüfte hinein, vorne einmal nochmal in meinen Hüftbeuger mit dazu. Ja, ich konnte das Bein nicht mehr anheben. Also das hat sich alles darauf weiter gefestigt und chronisch geworden. Bin ich neulich wieder Nordic Walking gemacht draußen und ich bin nach einer Dreiviertelstunde nach Hause und habe gedacht, hey, du hast ja gar nichts gehabt in der Zeit. Ich habe nicht rumgejammert, ich habe kein Stechen gehabt und habe gesagt, das Fasten hat mir geholfen, die Entzündung aus dem Körper zu transportieren. Das einfach als Wohlfühl, als Wellness für den Körper zu sehen. Ja, es werden ja auch diese Selbstheilungskräfte aktiviert, ne, beim Fasten so, ja.
Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Bei euch in der Story habe ich ja immer mal zwischendurch verfolgt. Ich habe das ja gesehen im Hotel. Das sah ja echt mega toll aus. Und genau, da hast du dann auch, also wenn wir jetzt zu diesen Wellness-Sachen noch weiterkommen, dann hast du auch Basenbäder da gemacht. Mhm. Genau, ja. Also ich habe im Vorfeld, wir haben schon öfter gefastet in jeglichen Formen. Wir haben alles wirklich mal probiert, um zu sehen, was ist denn jetzt wirklich das für uns Idealste. Und so sei es auch meinen Patienten, auch wenn sie kommen, auch wenn sie zu mir in meine Turnstunden, in meine Sportstunden kommen, Kurseinheiten kommen, sucht für euch das Richtige raus. Denn das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ja, man kann nicht sagen, damit habe ich jetzt Erfolg gehabt und jeder hat damit Erfolg. Ja, sondern das ist wirklich ein Prozess, den sollte sich jeder selber versuchen zu ertasten. Vielleicht auch mal erstmal einen Tag zu Hause probieren und dann sagen, das kann ich mir vorstellen. Ja, flüssige Nahrung beim Heilfasten ist nicht für jeden halt was, ne? Also da muss man immer ein bisschen gucken, wenn man nichts zu kauen hat. Das ist schon schwer für den Kopf halt auch. Ja, also der Kopf macht mit. Ja, und wie du jetzt eben gesagt hast, mit den Basenbädern, die wir gemacht haben, also wir haben keine Badewanne gemacht. Da, wenn du eine Badewanne, Basenbad machst, solltest du also ja schon so 2-3 Stunden drin liegen, um wirklich auch wirklich komplett zu entgiften, wenn nicht sogar 5 bis 8 Stunden. Jetzt überlegt man sich, was mache ich denn 5 bis 8 Stunden lang in der Badewanne? Aber das kriegst du hin, wenn du einmal in diesem Flow drin bist, ja, dann packst du das. Also mein Mann, der hat das mal 3 Stunden zelebriert bei uns zu Hause und hat sich dann ein T-Shirt auch angezogen, dass er nicht zu sehr auskühlt, hat immer warmes Wasser nachgegeben. Und da haben wir uns halt basische Zusätze geholt. Ja, was also ganz wichtig ist, gibt so meine Base, kennt glaube ich jeder, so aus dem Reformhaus, kann sich jeder kaufen. Ich habe da mal was vorbereitet, gell? Also ich mache keine Schleichwerbung oder sowas, sondern das ist ein Klassikprodukt halt, ja, was man sich wirklich überall erwerben kann. Und da nimmst du dann so 1,5 Teelöffel, wenn du ein Fußbad machst. Ja, man kann ja baden oder Fußbäder machen. Und beim Badewanne machst du dann so, ja, ich schätze mal so drauf, so 3 Esslöffel ungefähr, die du dann schön reingibst. Und ganz wichtig, dass du guckst, dass es immer schön angenehm warm ist, halt so bis 37 Grad darf es sein, damit der Körper auch schön entschlacken, entgiften kann, ja, und alles ausschwemmen kann. Genau, und danach gehst du ganz einfach raus, trocknest dich nur ab und cremst dich null ein, weil sonst tust du es wieder halt hemmen, ja, diese Entschlackung, Entgiftung halt auch, und legst dich einfach schön in Ruhe ins Bett und ja, deckst dich kuschelig schön ein. Manchmal friert man sogar danach, ja, weil der Körper halt in Entgiftungszustand kommt. Und ja, entweder schläfst du, holst dir ein Buch, ein bisschen Meditationsmusik, so haben wir das einfach zelebriert, genau. Ja, und man kann das Ganze auch, was ich eben angesprochen habe, in Form von Fußbädern machen, was bei vielen halt ein bisschen einfacher ist, auch wenn sie keine Badewanne zu Hause haben. Da habe ich mir so einen schönen Holztrog gekauft und da wird das Wasser ganz einfach eingelassen. Dann nehme ich so 1,5 Teelöffel und da bleibe ich dann so zwischen 1/2 Stunde mindestens und 1 Stunde einfach sitzen, sei es also irgendwo einen bequemen Ort, einen schönen Sessel oder am Esszimmertisch, die Füße einfach reinhalten, tut also gut. Und über die Fußsohle haben wir das gröbste Hautbild, ja, und da saugen wir dann alles ganz toll auf, um diesen Entgiftungs- und Entschlackungsvorgang zu durchführen und damit auch dann wirklich die Entzündungen langsam abtransportiert werden. Ja, genau, das ist so das, was wir jetzt so versucht haben in diesem Bereich halt schon und ausprobiert haben. Ja, und das Coole ist ja, dass man, du sprachst gerade an, dass man sich danach nicht eincremen sollte. Das Coole ist ja, dass man sich gar nicht eincremen muss, weil, also ich habe bisher die Erfahrung gemacht und ne, du wahrscheinlich auch, dass die Haut sich danach so toll anfühlt, ja, nach diesem Basenbad.
genau, du hast also eigentlich eine schöne, weiche Haut. Natürlich trocknet sie ein bisschen aus halt. Das ist aber normal, ne? Weil wir greifen jetzt auch unseren Schutzmantel halt auch ein bisschen mit an. Der muss sich aber erstmal dran gewöhnen, ja? Wenn du dich duscht oder eincremst, dann guckst auch da. Es gibt sehr tolle basische Produkte in den Reformhäusern oder Naturkostläden zum Beispiel, wo man dann mit viel Zitrone zum Beispiel arbeitet, ja? Wo keine Parfüme drin enthalten sind, pH-Werte halt gut gehalten sind, dass man da sich dann versorgt, wenn man das Gefühl hat, man muss sich einfach ein bisschen eincremen. Ne? Ja. Denn der Körper darf selber für seinen Fettgehalt auch mit tun. Genau. Und wichtig ist auch, dass man während des Basenbads, dass man auch genügend trinkt. Ne? Ganz wichtig, ganz wichtig. Das unterschätzen viele. Ja, natürlich, man wie alles im Leben, wenn man viel trinkt, muss auch wieder viel raus. Ja, das ist ja auch wichtig für die Harnröhre halt auch, damit alles ausgeschlappt werden kann, was kann. Und wenn dein Wasserhaushalt nicht stimmt, dann bekommst du natürlich wieder ordentlich Kopfschmerzen halt auch. Ja, das kennt jeder. Und da sollte man also wirklich darauf achten, dass man so gerade in der Fastenzeit mindestens 3 Liter zu sich nimmt. Ja, weil das ist ganz, ganz wichtig, um alles auszuschlacken. In Form von stillem Wasser. Ja, das hat so den höchsten pH-Wertanteil erstmal. Man sagt ja auch, wenn du Kohlensäure trinkst, haben wir Säure wieder drin. Also ist es wieder nicht basisch. Ja, dann das Medium ist auch immer noch sehr wenig im pH-Wertbereich halt drin. Und du kannst das Ganze verbinden mit einem schönen Tee. Es gibt tolle Kräutertees, die man also gut dazu hinzufügen kann, im basischen Bereich halt auch basische Kräuter. Dann zum Entgiften, Klassiker kennt jeder, Brennnessel. Ja, ist also das Schönste, was du machen kannst. Am besten noch frisch draußen. Im Moment ist ja noch, glaube ich, ein bisschen rar das Ganze. Aber man kann auch da gucken, vielleicht hat man was getrocknet irgendwo. Oder man geht halt in ein Reformhaus und erwirbt dann da. Oder online gibt es halt ganz viel halt auch, wo man sich so ein bisschen informieren kann. Wir hatten da so ganz tolle, ganz tolle Teesorten dort gehabt in aller Hülle und Fülle. Ja, und man sollte auf jegliche Arten von Schadstoffen erstmal verzichten. Also Cremes hatten wir ja, das ist also schon mal wichtig. Dann halt säurehaltige Seifen oder sowas zum Beispiel auch. Und Koffein, Tein, Alkohol, Nikotin sind alles erstmal ein No-Go, wenn du deinen Körper mal komplett reinigen willst, weil das sind alles Blocker. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Auf unserem Kanal findest du viele weitere spannende Videos. Lass doch gerne ein Abo da. Schreib auch gerne einen Kommentar unter diesem Video und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema mit uns und unserer Community. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Quellen und weiterführende Infos findest du übrigens auch in unserer Infobox. Tschüss!